heute geht's ran, dass wir eine Taverne bauen. Und zwar nicht irgendeine Taverne. Ich glaube, man erkennt schon ganz gut im Hintergrund. Und zwar machen wir uns heute ran an Moe's Taverne. Viele haben ja gedacht, dass ich ja gar nichts mehr mache von den Simpsons. Aber der Nachdruck ist einfach zu doll geworden. Zu viele haben sich gewünscht, dass mal wieder was von den Simpsons kommt. Und ein paar Dinger hätte ich schon gerne auf Craft City. Und ein paar Dinger sind auch ziemlich alt. Und auch, sag ich mal, von der Bauweise im alten Stil von mir. Ich werde das Ganze so ein bisschen updaten, das heißt, ich suche mir ein paar hübsche Dinger raus von den Simpsons, die ich mir hier auf Craft City bauen möchte. Das Schöne ist, ich werde die Dinger natürlich auch wieder einrichten. Ich versuche natürlich jetzt hier wieder ein bisschen mehr einzurichten, weil ja doch viele sich das auch einrichten wollen und damit natürlich ein bisschen rumspielen wollen. Ist natürlich immer geiler, als wenn man sich nur ein Gebäude zum Sammeln hinstellt, als wenn man es auch wirklich benutzen kann zum Spielen. Zum Beispiel hier können wir an die Bar gehen, uns einen Apfelsaft spendieren lassen. Ich glaube, Mo wird uns keinen spendieren, aber ich spendiere euch einen und von daher würde ich sagen, fangen wir an zu bauen. Damit jeder seine Taverne hat. Für unsere Taverne holen wir uns dann erstmal ein bisschen Keramik raus, denn violetter Beton, weißer Beton, abgezogenes Schwarzeichenholz, dennoch mal davon die Akazienholzblöcke, ein bisschen grüner Beton begleitet uns und für unsere Glasfenster nehme ich heute orange Glasscheiben und grüne Glasscheiben. Und für unser Dach nehmen wir heute mal ein bisschen Granit. Fangen wir erstmal mit unserer Keramik an. Wir wollen uns einmal jetzt erstmal den Grundriss ziehen von unserer Taverne. Der ist ganz einfach und zwar haben wir hier ein Maß von 18x18. Das heißt, ihr könnt jetzt hier einfach eure Blöcke nehmen, zack, 18 Blöcke einmal lang ziehen und nach hinten nochmal 18 Blöcke. Und der Rest ist ganz logisch, also die anderen Seiten sind alle 18 Blöcke. Also wir haben hier ein richtig schönes Viereck. Super. So, die wollen wir jetzt hochziehen auf eine Höhe von insgesamt 10 Blöcke. Müssen wir nochmal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lass dir Zeit und dann ziehen wir erstmal hier die Wände hoch. Alle auf 10 Blöcke, wie gesagt. Sobald du unseren Würfel hochgezogen hast, auf jeweils 10 Blöcke auf jeder Seite, geht es jetzt weiter, dass wir einmal unseren violetten Beton einmal nehmen. Und den wollen wir jetzt hier einmal außen ringsrum platzieren. Jetzt kann man sich natürlich aussuchen, wo soll unsere Vorderseite sein. Jede Seite ist komplett gleich lang, von daher freie Wahl. Also ich zoome jetzt einfach eine Seite aus, lasse mir jetzt oben einen Block Platz und dann setze ich mir viermal unseren Beton hin, dann lasse ich zwei Blöcke Platz und nochmal viermal hin. Das ganze Spiel können wir hier insgesamt dreimal machen und haben hier nochmal einen. Bei unserem Vierrad suchen wir uns jeweils immer einmal die Mitte und setzen nochmal einfach so einen Zweier einfach darunter. Ab der dritten Reihe könnt ihr dann hier einfach wieder einmal so einen Bogen einmal langziehen. Und dann kommen wir schon dazu, vorne unsere Tür und zwei Fenster uns reinzuhauen. Wir fangen einfach an der Seite an. Wir lassen einfach zwei Blöcke Platz und dann schlagen wir uns hier einfach so ein 4x4er Feld einfach mal frei. Da könnt ihr dann einmal unten vier Blöcke ansetzen und oben vier Blöcke. Ups, 1 zu 4. Also wie gesagt, ein 4x4 Feld, mehr brauchen wir da nicht. Denn daneben lasst ihr einen Block Platz und dann schlagt ihr hier mal 5 Blöcke nach oben. Und dann machen wir hier eine Breite von 4 und gehen hier wieder so runter. Und hier wird dann unsere Tür entstehen. Da setzen wir natürlich einmal einen violetten Betonrahmen ringsrum. Und hier auf der anderen Seite wollen wir dann auch nochmal so ein 4x4 Feld uns einfach mal hier ein bisschen freihauen. Und sobald wir das dann hier einmal auf der Vorderseite geschafft haben, gehen wir jetzt einmal hier zur Seite weg. Lassen auf der Seite dann einfach mal 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz und schlagen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke einmal weg. So, das machen wir auf eine 4er Höhe insgesamt. Können natürlich dann auch wieder unsere Betonblöcke unten wie oben dann einmal noch platzieren. Und danach lasst ihr immer 3 Blöcke Platz. Macht hier eine Strebe hin, 3 freilassen, Strebe hin und hier haben wir nochmal 3. Wunderbar, das passt also. Dann wollen wir einmal zur Rückseite gehen. Hier wollen wir natürlich noch eine weitere Tür uns einmal reinhauen. Das dabei am besten einfach zur Seite, würde ich mal sagen, 5 Blöcke Platz. Muss ich hier mal selber nochmal gucken. So, 5 Blöcke, wunderbar, das passt. Und dann machen wir hier genau das gleiche Maß rein, was wir auf der Vorderseite haben. Das heißt, die Tür hat eine Höhe von 5, Breite von 4. Und dann setzen wir auch hier wieder einmal unseren Rahmen erstmal rein. Und wenn wir das soweit geschafft haben, gehen wir wieder einmal erstmal auf die Vorderseite. Denn hier wollen wir natürlich noch unser Schild einmal platzieren. Dann nehmen wir einfach unseren weißen Beton. Und genau über unserer Tür machen wir einfach hier so auf einer Breite von 4 und Höhe von 2 mit unserem weißen Beton das Schild einfach hin. Danach wollen wir wieder einmal reingehen. Jetzt kommen wir natürlich einmal dran, uns das innen drin auch einzurichten. Dabei nehmen wir jetzt einmal unser Schwarzeichenholz. Bei der Tür machen wir einfach 4 Blöcke an den Seiten hin. Und die letzte Reihe, ne, verbinden wir einfach so. Also wir machen die Tür innen drin ein bisschen niedriger. Das hat was zu tun halt natürlich, wie wir uns das halt später einrichten wollen. Ne? Andere Seite auch, halt eine 4er Höhe und dann oben hier zack, einmal ein bisschen zuziehen. So, dann kommen wir mal zu unserem Akazienholz. Das wollen wir jetzt einfach mal an der Seite hier platzieren. Ob du jetzt die Baumstämme, also ob du die Baumstämme jetzt einfach mal aufrecht hier platzierst oder
seitlich hinlegst, ist ganz dir überlassen. Entscheide dich aber denn für eine Variation, weil das sieht ein bisschen doof aus, wenn du die auf der einen Seite nach oben stapelst und die andere Seite legst du die ganze hin. Das sieht einfach doof aus. Von daher such dir aus, was dir da besser gefällt. Ich glaube, hier lege ich es mir mal hin auf der Seite, dann können wir uns das mal am besten angucken. Und hier stapel ich sie mal. Dann sehen wir am besten den Unterschied. Kannst du dich jetzt natürlich entscheiden, wie wirst du innen drin deine Taverne machen? Ne? Kannst du ja aussuchen. So, jetzt nehmen wir natürlich unseren grünen Beton. Und dann könnt ihr jetzt hier einfach mal vier weitere Reihen hier raufsetzen. Lasst dabei aber bitte die Fenster frei, denn da wollen wir gleich auch das Glas reinsetzen. Wäre ja ein bisschen mühselig, das dann wieder frei zu haben. Wenn ihr das denn soweit geschafft habt, wollen wir darüber noch eine weitere Blockreihe setzen. Lasst aber jetzt da einfach mal eine Reihe erstmal Platz und setzt schräg davon, also so, dass wir das hier alles ein bisschen enger bauen, einfach noch eine weitere grüne Betonreihe. Haben wir das denn soweit erledigt, kommen wir jetzt daran, einmal unsere Fenster natürlich jetzt zu bestücken. Die bauen wir ein bisschen doppelt dick. Das heißt, ihr setzt die jetzt einfach mal von außen so ein Muster einfach mal hin. Halt immer so im Wechsel, ein bisschen orange, ein bisschen grün. Und wenn ihr das, sag ich mal, so gemacht habt draußen, geht ihr einmal rein und setzt jetzt nicht in der grün-grün, sondern ihr wechselt jetzt hier einfach mal die Ansicht. So, das gibt einen coolen Look, finde ich. Also wie gesagt, einfach immer im Wechsel hier einfach die beiden Farbtöne machen. Sobald wir dann hier alle unsere Fenster so schick verkleidet haben mit unserem Glas, kommen wir jetzt noch einmal dazu, unsere Granitstufen zu nehmen. Damit kleiden wir jetzt einfach mal oben das Dach aus. Das heißt, einfach hier setzt ihr die einfach rauf und füllt damit einfach die ganze Ebene aus. Haben wir das denn soweit erledigt, könnt ihr erstmal die Blöcke komplett einmal wegtun. Denn wir wollen jetzt weitermachen, ganz einfach ein bisschen mit roter Keramik, weiße Keramik, ja, Schwarzeichenstufen, dann holen wir uns ein bisschen grauer Beton raus, dann einfach Karmesin, also eine Karmesin-Tür. Treppe und Falte begleitet uns und dann nochmal eine Schwarzeichentür wie Falte davon. So, ich würde mal sagen, die Türen verbauen wir als erstes und zwar auf der Vorderseite setzen wir einfach unsere Karmesintür einmal hin und darüber setzen wir dann einfach hier unsere, warte mal, wir machen es ein bisschen einfacher, wir gehen mal kurz rein, setzen wir jetzt hier meine umgedrehten Treppen ran, denn hier möchte ich mir einfach drüber nur meine Falte noch platzieren, um hier, sage ich mal, den Look von einer großen Tür zu erhalten. Und wenn wir das hier einmal auf der Vorderseite gemacht haben, machen wir das gleiche Spiel nochmal auf der Rückseite, natürlich jetzt nicht mit den Karmesinsachen, sondern mit den, ja, Schwarzeichensachen. Und hier würde ich einfach mal sagen, ups, die Tür setze ich mir lieber einmal komplett rein. So. Und hier würde ich einfach mal sagen, dass ich mir das mal so mache, dass ich jetzt hier auf Treppen komplett verzichte und einfach nur mit Falltüren mir das mache. Finde ich auch gar nicht mal so schlecht. So, außen mache ich mir natürlich auch nochmal meine Falltüren einfach mal hin. Können wir uns hier auch nochmal angucken. Also ich finde, die Tür sieht ganz schick aus. Eine Rückseite machen wir einfach dann als in Schwarzeiche und Vorderseite dann in Karmesin. Das ist ganz passend. So, wir sind auch gerade drinnen. Das heißt, hier können wir ein bisschen weiterbauen. Ich würde mal sagen, wir verbauen jetzt ein bisschen unsere Keramik. Und zwar, wir hatten ja hier, sage ich mal, eine Ebene freigelassen. Und hier wollen wir jetzt so einen Wechsel machen von roter Keramik und weißer Keramik. Am schnellsten geht es immer, wenn du sie, sage ich mal, so ein Muster ziehst, wenn du immer erstmal eine Blocksorte dir platzierst und im Nachhinein dann einfach die zweite rein. Sparst immer viel Zeit, weil sonst musst du ja immer zu dem Block wechseln. Na, das wollen wir natürlich nicht. Von daher, wir sind ja zügig beim Arbeiten. Und daher machen wir das ja auch raffiniert. So, ich habe mir das jetzt einmal ringsrum hier gesetzt, so ein kleines Muster. Wenn ihr es denn soweit habt, nehmt ihr einfach eure Schwarzeichenholzstufen und könnt die jetzt einmal unter unser grünen Beton hier noch einmal platzieren. Das soll so das Ganze so ein bisschen verstärken hier. Denn wir wollen natürlich jetzt hier nach gleich einmal unser Dach aufsetzen oder die Decke eher gesagt. Dach haben wir ja schon. Und zwar nehmen wir hier einfach unseren grauen Beton und können jetzt hier einfach oben, zack, die Decke damit komplett ausfüllen. Wenn wir das denn soweit ausgeführt haben, ups, jetzt habe ich mich hier so ein bisschen eingebaut, ja, sind wir dann erstmal innen drin fertig. Wie du dir das natürlich innen drin gestalten kannst, zeige ich dir im Nachhinein. Dann stelle ich mich nochmal überall hin und dann kannst du das gerne übernehmen, wenn du möchtest. Aber jetzt müssen wir erstmal uns wieder neue Blöcke rausholen. Zum Glück ist die Kiste noch randvoll. Um natürlich jetzt hier weiterzubauen, holen wir uns jetzt ein bisschen hellgrauen Beton einmal raus. Brauner Zement, Stein, ja, Steintreppen, Steinstufen. Dann empfehle ich noch ein bisschen türkises Glas, Würbretter, Eisengitter, dann nochmal die Würstufen und Steinziegelmauern. Das verwenden wir jetzt alles für unser Dach. Dabei nehmen wir jetzt erstmal unseren hellgrauen Beton raus, fliegen mal hinten in die eine Ecke, lasst einfach an der Seite jeweils mal zwei Blöcke Platz und schlagen wir hier einfach mal in jede Richtung einfach insgesamt vier Blöcke raus. Ja, wir können eigentlich hier die ganze Ebene mal weghauen. Da setze ich mir jetzt einfach wie so eine U-Form oder eine Endform einfach mal hier meinen Beton einmal hin. Und dann mache ich mir das auf der Vorderseite auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Wir können ja nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Oben ziehen wir einmal zu. Und nach hinten geht es dann einfach so wie so eine Pyramide. Ich würde sagen, hinten lassen wir noch eine Blockreihe. Oder wir setzen eine Blockreihe hinten noch auf. Genau. Und dann machen wir das hier wie so eine kleine Pyramide einfach. Und wenn wir das haben, nehmen wir einfach unsere Steintreppen und können die darauf jetzt einfach platzieren. Habt ihr das erledigt, nehmt ihr nochmal euren braunen Zement. Setzt den hier einmal nach innen gesetzt mal rein. Weil das soll, sage ich mal, hier die Tür sein. Und dann können wir einmal Steinstufen oben platzieren und unsere Granitstufen hier sollten nochmal so angeschlossen werden.
Gleich daneben wollen wir das nächste bauen. Und zwar lasst ihr jetzt einfach zwei Blöcke Platz. Und dann schlagen wir ab der zweiten Reihe hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hier einfach mal weg. Und in der Länge haben wir jetzt einfach mal von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 Blöcke in der Länge und 5 in der Breite. Hier könnt ihr jetzt einfach mal an der Seite eine Pyramide euch setzen. Einfach so eine einfache. Dann lasst ihr am besten halt 3 Blöcke Platz. Und dann können wir hier, sag ich mal, auf der anderen Seite auch nochmal machen. Und dann haben wir natürlich hier eine schöne Mitte. So, ich schlage mir das hier auch mal so frei. So, wunderbar. Und dann in der Mitte machen wir auch nochmal so eine Pyramide hin. Die innere Fläche hier, sag ich mal hier, ihr könnt da gerne eure Dachstufen lassen oder ihr tauscht euch das nochmal aus durch schwarzen Beton, weil das sieht dann immer ein bisschen besser aus. So, ich habe mir das mal kurz rausgesucht, weil hier wollen wir natürlich jetzt unsere Dachfenster machen und weil wir natürlich die jetzt nicht einbauen, so, weil, sag ich mal, das ein bisschen zu hoch wäre hier, machen wir die einfach mal ein bisschen als Deko. Von daher bei Dekofenster immer irgendwie einen dunklen Farbton dahinter, dann sieht das immer besser aus, als wenn wir das natürlich jetzt hier einfach draufbauen, ne? Ist ja ein bisschen einfach zu erkennen, ne? Gut, so, dann könnt ihr hier einfach eure Glasblöcke draufsetzen und fertig. Weiter geht's jetzt einfach mit unseren Würfbrettern. Lasst jetzt hier vor einfach mal 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier mal so 2 weg. Gehen nach vorne nochmal, also 1, 2, 3, 4, 5, sodass wir hier nochmal 2 so im Dreh haben. So, dann mache ich mir das Ganze mal auf gleich hier eine 2er Höhe. So, auf der anderen Seite kann ich das hier einmal zuziehen. Ach komm, wir ziehen das hier alles einmal zu. Hier drauf platzieren wir jetzt 3 Mauern. Ja, dann nehmen wir mal unsere Stufen und könnt ihr jetzt hier einmal ringsherum noch einmal so lang ziehen. Wunderbar. Und jetzt können wir es noch ein bisschen verfeinern. Und zwar nehmt mal eure Eisengitter und schlagen wir hier mal einen weg. Ja, und setzen unser Eisengitter hin. Und auf der anderen Seite, ich habe mir jetzt davon nochmal die Treppen rausgeholt, mache ich das einfach mal nicht mit Eisengitter, weil das wäre ein bisschen doof. Dann sehen wir unseren lila Beton. Sondern hier setzen wir einfach Treppen hin und fertig. Man kann das noch ein bisschen verschönern, indem wir uns einfach Steinknöpfe noch rausholen und da oben drauf noch solche Glummel setzen. Den Steinknopf kann man aber auch noch verwenden, um sich hier die Tür ein bisschen darzustellen. Nur das sieht ein bisschen schöner aus, wenn wir da noch einen Griff anbasteln. Jetzt fehlt nur noch eine einzige Sache und zwar müssen wir natürlich noch den Namen raufschreiben, damit wir auch wissen, wem die Bar gehört, natürlich Mo. Und wenn du natürlich nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir gerne nochmal ein Video, wo du dann, sag ich mal, das ganze Alphabet ganz einfach nochmal dir anschauen kann, um jeden einzelnen Buchstaben, ja, dir einzuprägen, wie der natürlich in Minecraft gecraftet wird. So, aber ansonsten sind wir jetzt hier erstmal durch. Jetzt fehlt natürlich noch eine Sache, natürlich die Inneneinrichtung. Wie die natürlich aussieht, gucken wir uns auch nochmal an. Dann schauen wir natürlich hier auch nochmal kurz rein, wie Mo denn seine Bar hier führt. Ich habe so versucht, alles, was immer in den Folgen zu sehen war, mit reinzubauen. Hier haben wir zum Beispiel so ein kleines Münztelefon, natürlich Mo's Bar. Auch hier noch eine Kasse mit eingebaut, so ein bisschen, ne, so versucht das Ganze doch auch in Minecraft-Stilgröße hier noch zu halten. Wir haben natürlich auch einen kleinen Billardtisch, darüber natürlich eine gute Beleuchtung. Natürlich unsere Sitzecke haben wir natürlich auch noch dabei. Musikanlage, hinten so eine kleine Mülltonne und ja, das wäre dann schon alles. Na gut, wir haben doch hier unseren Liebestester, kennt ihr vielleicht auch noch so ein paar Folgen und natürlich auch noch so einen tollen Fernseher. Für so ein Bild, wie man, sag ich mal, sich hier sowas craftet, das ist an sich eigentlich hier nur eine Karte. Also müsst ihr einfach nur eine komplette Karte euch anmalen und dann habt ihr ja, sag ich mal, auch so ein Bildschirm hier. Ja, aber das wäre denn hier Mo's Bar von innen drin. Ich finde das ganz übersichtlich und auch relativ simpel, sich das hier einzurichten. Ich glaube, das ist nicht allzu schwer, wenn ich hier mich einfach mal kurz hinstelle. Ja, das kriegt man schon hin. Ja, dann wollen wir natürlich uns das nochmal draußen angucken, wie es denn so ein bisschen draußen aussieht. Auf der Rückseite habe ich mir einfach ein paar Mülltonnen gebastelt, das war auch in den Folgen meistens so. Und ich habe es natürlich jetzt hier so ein bisschen in meine Stadt angepasst, das heißt, der Parkplatz ist nicht ganz natürlich so wie in den Folgen. Aber ich habe versucht halt so ein bisschen hier auch einen Parkplatz hinzubauen. Zum Beispiel hier so ein schräges Motorrad finde ich auch ganz fetzig. Muss ja nicht alles mal gerade sein, man kann ja auch Sachen schräg bauen. Zum Beispiel auch hier das Simpson-Auto, mal so eine kleine Andeutung. Finde ich auch mal ganz nettes Design hier mit Schalker-Kisten als Türen und so. Oh, das gefällt mir, das finde ich ganz fetzig. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Spaß jetzt beim Nachbauen und natürlich auch noch beim Einrichten. Trinkt nicht so viel, aber ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Haut rein und tschüss. Bye.